einen Bock auf euch hat. Status Matrix. Jetzt füllen wir das mal auf. Ach so. Simon 30. Okay. Ich bin echt gut. Ich habe bisher sehr viel Resistenz hier eigentlich. Also, wenn ich gegen die Endboss kämpfe, bin ich viel besser drauf als ich davor, als ich das geletsplayt habe. Auf Englisch. Das muss man echt jetzt sagen, so. So sind die Fakten. Und jetzt haben wir das auch noch freigeschaltet. Beeinflusst die Zahl gewonnener KP. Je höher die KP-Rate, desto weniger EP erhältst du. Hä, warum soll ich das machen? Verbindung aufgebaut. So. Jetzt können wir weitere Systemkerne aufsuchen. Werde ich heute nichts machen. Okay. Nachdem ich diese Welt gemacht habe, muss ich sowieso Systemkerne dann suchen. Weltmini? Warum Weltmini? So, weil ich ja okay nicht alle Hintertüren gefunden. Wie nicht alle Hintertüren? Also hier gibt es gar keine mehr. Okay, da muss ich hier nur ein Also da gibt es keine mehr, oder was soll das heißen? Naja, es kommt sowieso später. Wartet mal. Ah, hast du dir wohl heulend Verstärkung geholt? Weil du es alleine nicht schaffst, was? Aber weiter als hier kommt ihr nicht. Ach, die wollen mich aufhalten, oder was? Herzlose. Paar, nicht bessere Aufwärmung. Jetzt. Zora. Vorsicht. Eine Falle. Ich kann mich nicht bewegen. Donald Goofy. Na, großartig. Ach, wieso versucht ihr überhaupt, diese Witzfigur zu schützen? Ist schließlich kein Geheimnis, dass er genauso unecht ist wie sein Schlüsselschwert. Hör auf, von Zora zu reden. Er ist unser Freund, egal in welcher Welt. Donald. Unfug, er sieht vielleicht aus wie Zora. Aber das ist reine Augenwascherei, Wischerei. Er hat ja nicht mal ein Herz. Das stimmt nicht. Wir haben Zoras Herz gespürt. Ach ja? Und du würdest das auch. Wärst du nicht blind für Güte? Warum, wenn nicht auch aus Fürsorge, sollte Zora trotz all der Gefahren und hoffnungslosen Augenblicke für uns gekämpft haben? Genau. Und auch wir werden da für ihn kämpfen. Er ist Teil unseres Herzens, so wie wir seines Herzens sind. Unsere Freundschaft macht uns stärker. Und sie wird niemals enden. Wir sind verbunden. Paar törichtes Geschwätz. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit euren rührseligen Geschichten krümmt ihr mir jedenfalls kein Haar. Ah! Oh! Donald Goofy! Hört auf damit! Bitte tu ihm nicht weh! Dieses euer Ende. Nein! Was? Was ist passiert? Mein Schlüsselschwert? Wie das? Malfitz hat es doch zerstört. Du steckst voller Überraschung, Zora. Mickey! Wieso? Was habe ich denn getan? Das kann ich dir auch nicht genau erklären, Zora. Irgendetwas muss sich in dir verändert haben. Das Schlüsselschwert bezieht seine Kraft aus dem Herzen seines Trägers. Ein alter Freund von mir hat einmal gesagt, dass ein Herz weit mehr sei als nur ein System. Ach so. K
Marke Nummer 2. Darum kann man es nicht in Daten umwandeln. Wir haben dir das Schlüsselschwert programmiert, doch seine wahre Kraft konnten wir nicht emulieren. Daher konnte Manfreds es zerstören. Doch während dieser Reise ließ du Bande zwischen uns wachsen. Du hast dich über das System erhoben, Sora, und eine einzigartige Kraft erhalten. Sie hat dein Schlüsselschwert zurückgebracht. Wow. Bestimmt hat das Schicksal gewollt, dass wir die Box dieser Welt gemeinsam bekämpfen. Von neuen Kräften stand nichts im Arbeitsvertrag, Zeit für einen strategischen Rückzug. Von wegen, du kommst nicht mehr. Lass auf der Stelle Rico frei. Das war's dann wohl. Was ist das? Daten werden gesammelt. Wiederherstellungsrate 60%. Und tschüss, ihr Trottel. Oh nein, er ist uns erwischt. Entwischt. Steht doch. Er sieht doch, ein Schlüsselschloch. Worauf warten wir? Wartet, überlasst das mir. Wieso das? Ihr alle habt um meinetwillen gekämpft. Jetzt bin ich an der Reihe. Verdammt, ich bin krank genommen. Lasst mich das Licht sein, das euch den Heimweg weist. Hey, jetzt übertreibst du aber ein bisschen, oder? Aber was? Nun ja. Wollt auch mal heroisch klingen? Na gut, dann lassen wir das mal durchgehen. Mute dir aber nicht zu viel zu, Sora. Denke daran, du bist Teil dieses Teams. Wenn du leidest, leiden auch wir. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich komme heil zurück, versprochen. Das Spiel ist aus, Carlo. Du kannst es einfach nicht lassen, was? Tu dir den Gefallen und ergib dich. Fahr nicht, nachdem du ständig dazwischen gefunkt hast. Jetzt ist Schluss mit lustig. Mach dich auf was gefasst. Jetzt ist der Weg, Carlo, die Popo versohlen. Ich habe dickeren Bizeps als du, du Fettkopf. Heilige Scheiße. Weil ich so viel gelevelt habe, ist da jetzt ein Witz von einem Gegner. Er könnte in Ruhe explodieren, aber mir ist es egal. Was greifst du da eigentlich an, mein Freund? Und er starb. Noch nicht. Es kommt noch eine andere Phase von ihm. Ha, nicht schlecht. Doch leider nicht ganz, nicht gut genug. Jetzt hat er sich in Enel verwandelt. Ich weiß gar nicht, warum er das kann. Und warum zeigt das nicht unten, dass er das ist? Aber es wird wie beim ersten Kampf viel schneller vorbeigehen. Er kann nichts, er kann wirklich gar nichts. Und jetzt habt ihr auch die Spezialattacke gesehen. Und was ist jetzt davon? Ja, was willst du jetzt machen? Bastard. Und seine Schläge ziehen auch so wenig ab bei mir. Echt eine Witzfigur von einem Gegner. Oh, so ein gefährlicher Gegner. Oh, so ein Witz. Der Gegner, der danach kommt, der ist viel schlimmer. Oder auch nicht, ich weiß noch nicht, wie es jetzt ist, nachdem ich so viel gelevelt habe oder so ein hohes Level eher bin. Ich brauche keinen Zauber für dich. Ach, nicht schon wieder. Du gibst auf? Ha, ein Ass habe ich immer noch im Ärmel. Zeig dich, mein Freund. Riku? Komm mir nicht so nahe, Sora. Oh. Riku, was hast du? Ich war so frei, ihn seiner Freiheit zu berauben. Daten lassen sie so schön manipulieren. Ich musste ihm nur ein paar Bugs unterjubeln. Dann wollen wir mal doch sehen, was mein neues Spielzeug drauf hat. Greif diese Tröte an. Oh. Nie im Leben. Ungehorsam? War ich etwa zu milde?
Ah. Hör auf damit! So, das sollte reichen. Also dann, vergnügt euch schön. Ich habe noch Termine. Rico, alles in Ordnung? Ich habe Schreie gehört, Sora. Was ist passiert? Miki, es ist Rico. Carla hat ihn mit Bugs infiziert. Was? Rico, hörst du mich? Rico? Rico? Komm schon, du musst uns noch hören. Ah, vernichte mich. Was? Epischer Moment. Jetzt müssen wir mal ein bisschen kämpfen. Es gibt noch eine schlimmere Form. Fick dich. Ich bin nicht dumm, ich habe aufgepasst, als ich zum ersten Mal gegen dich gekämpft habe. Leckt mich. Jetzt kommt die schlimmere Form von ihm. Leck mich doch. Okay, komm. Eigentlich hatte noch eine schlimmere Form, ich weiß es noch. Ach, die dritte Form habe ich vergessen, das kommt noch. Es gibt noch die dritte Form. Und so. Okay, ich habe hier einen Spezialattacke und... Er kommt gleich wieder. Es hat kein Ende, oder? Ich muss hier abhauen. Die Attacke macht er jetzt öfters, deswegen werde ich jetzt versuchen, dass er das jetzt nicht mehr machen kann. Boah, Vitra, verdammte Scheiße. Wo liegt das Problem? Er hätte mich eiskalt umgebracht, wenn ich das... Okay, komm. Das mit einem hohen Level ist er sehr stark. Das war doch mal ein epischer Kampf. Ich glaube, dafür kriege ich auch eine Bewertung.
Is he? Do you think? Well, if the bugs have taken over Riku, then that means... he might not ever wake up unless we get rid of the bugs first. Riku. So if I debug him, Riku will come back to us. Huh? Guys, I gotta go inside to look. What about you? Who's to say if it's even safe inside, Riku? I know it's risky, but if a friend needs me to be there, I'll be there to help. Well, I guess that's Sora for ya. Still can't talk to Adamant, huh? But we'll do everything we can to help you out. Thanks, guys. Sora, don't forget, you're not going in there alone. Your friends will be right there fighting alongside you in spirit, no matter where you go. Also Rikus Daten. Ziemlich leer hier. Hey! Ach ja, diese Kacke. Was war das denn? Ich fühle mich total schlapp. Sora, alles in Ordnung? Das fragst du mich? Du sollst jetzt nicht hier sein. Noch kann ich die Bugs abwehren. Aber sie breiten sich aus. Bald werden sie alle Daten in ihrer Gewalt haben. Du fühlst dich kraftlos, oder? Das ist, weil die Bugs deine Daten gestohlen haben. Du wirst hier nicht lange überleben. Nimm dies und verschwinde. Was sind das? Daten, die anfangs nicht im Tagebuch enthalten waren. Ich habe sie auf meiner zweiten Partition gefunden. Jemand muss sie später hinzugefügt haben. Derjenige, der auch die Daten auf dich übertragen hat. Ich bin mir nicht sicher. Es liegt an euch, dies herauszufinden. Danke, dank dir sind alle Bugs draußen beseitigt. Löse das Geheimnis dieser Extradaten, sollte das Tagebuch vollständig wiederhergestellt werden. Das müsste Miki und die anderen nach Hause bringen. Und was wird aus dir? Ich kümmere mich um die Bugs. Ich ziehe sie mit mir in die Dunkelheit. Sie werden euch nie mehr behelligen. Gehe, solange ich noch die Kontrolle habe. Die Bugs werden immer stärker, schnell. Es bleibt dir nur noch wenig Zeit. Riku, ein wenig Zeit bleibt also noch? Ja, beeil dich. Will heißen, ich hab auch noch etwas Zeit, um deine Bugs zu beseitigen und dich zu retten. Sora, denk bloß nicht daran. Ja, eigentlich solltest du mich doch kennen. Seit wann lasse ich Freunde in Not im Stich? Sora, aber du hast recht. Wenn du einen Entschluss gefasst hast, bringt dich davon so schnell niemand ab. Ganz genau, also, wie kann ich dir helfen? Erstmal musst du dir die Kraft zurückholen, die dir Bugs geraubt haben. Ja, das ist die Kacke. Durch solche Portale gelangst du in mein zentrales Datensystem. Darin erstrecken sich Welten, die aus meinen Erinnerungen bestehen. Suche sie nach deinen Daten ab. Die geben dir deine Kraft zurück. Danach kannst du dich um die Bugs kümmern. Hast du einen Bug ausgemerzt, sollte sich der Weg zur nächsten Welt öffnen. Sei aber vorsichtig. Das werde ich. So, die erste Welt ist Disney Island, ist ja klar. Zerstöre Kugelblöcke und blaue Kugeln, die Soras Daten erhalten. Bist du wieder bei Kräften, solltest du Kämpfe meiden und möglichst viele blaue Kugeln zu... Mache dich dann auf der Suche nach den Systemkern. Saubere ihn um Rikus... Also, oben links auf den Programmbüchern zeigt an, wie viel Kraft du bereits gewonnen hat. Der Rikus ist im Programm zu seinen alten Statuswert zurück, sobald alle Bugs...
Geht klar. Speichern. Warte mal. Heißt das jetzt, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel freies Erkunden, okay, seh ich mir das mal an. Okay, ich dachte schon. Ich dachte, jetzt muss ich jetzt mit Level 1 hier rumkämpfen. Hey, so war es, ich hab's gut gefunden. Ja, schon, anfangs ist aber ein Fisch. Ich schalte mir Blöcke mit, das sind sie von heute. Das ist echt klasse, Mann. Hier soll ein Bug sein. Wo ist er dann? Hallo? Sag jetzt nicht, der ist da irgendwo da drin. Ja, ich wusste es doch. Von der Stufe 30. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn ich schon so ein hohes Level bin. Das sind keine Titel von mir. Das sind Betrieb, die SPL. Auf sicheren Ebenen, die von einem Virus befallen sind. Ebene 130 Sekunden. Ja, hm. Okay. Los geht's, Leute. 180 Sekunden. Es gibt 5 Stück von diesen Bastarden. 180 Sekunden habe ich. Hab ich eigentlich die Zeit dafür jetzt? Egal, ich suche das mir jetzt aus, wo die... Ah, da bist du. Ja, wo sind diese ganzen... Okay, der dritte. Da müssen die anderen eigentlich oben sein, würde ich mal denken. Ja, ich hatte auch recht. Hier nicht. Okay. Ich frag mich echt, wo der Bastard ist. Hallo, ich hab nicht mal Zeit. Sag jetzt nicht, dass irgendwo hier. Hallo, wo ist er denn? Ah, leck mich doch. Ach so, da. Klar, dass ich jetzt in die falsche Richtung springe. Schnell dahin. Klar. Boah. Okay, wir sehen uns gleich wieder.